Tag, Leute, wir müssen ganz schnell die Beine in die Hand nehmen und wieder zu Patrice, denn er möchte schießen. So, wo zur Hölle? Aua! Auf jeden Fall haben wir schon getroffen. Ah. Oh, jetzt wollte ich schön eine mit der Handkante mitgeben. Einfach so ein Karate-Ding in die Schnauze. Das hat er ausgenutzt. Okay, so geht das nicht. Wir müssen ihm wirklich die ganze Zeit hinterherlaufen und anschießen. Das verdammt viel Energie. Ich vermute mal, es gibt wieder irgendeinen Trick, dass hier irgendwo eine Waffe rumliegt. Alter. Also wenn ich dem jetzt die ganze Zeit hinterherrennen muss und immer wieder anschießen, dann ist auch dieser Boss leider nicht gut designt, auch wenn er mal anders ist. Patrice darf nicht schießen. Sieht man hier schon irgendwo? Bond, Patrice setzt zum Schuss an. Hä? Wo ist eigentlich meine schusssichere Weste hin, die ich einst mal ergattert hatte, am Ende des letzten Bades? Da hatte ich doch mal eine gekriegt. Die wurde mir jetzt einfach genommen, ne? Ich versuch's einmal. Doch, ich hab's hier tatsächlich. 007. Patrice darf nicht schießen. Ich hab tatsächlich die schusssichere Weste und sie bringt nur nichts. Aber dann, wir können natürlich das hier mal abmachen. Bond, Patrice setzt zum Schuss an. Ja, ich weiß, aber ich kann auf einmal nicht mehr rennen. Ey, der zieht echt verdammt viel ab. Ja, das ist nicht gut gemacht. Das ist schon wieder nicht gut gemacht. Sorry, Leute, das ist echt nicht gut gemacht. Ach, das ist wieder eine Mechanik. Da hinten sehe ich es doch schon. Da gibt's Waffen. So, okay, das gibt eine Pistole. Pistole will ich nicht. Hier geht's auch nicht raus. Ja, das wird es nicht sein. Irgendwas wird passieren. Ja, ja, ja. Okay. Er kann auch im Laufen mit dem Scharfschützengewehr schießen. Ist er weg? Was ist eigentlich, wenn ich den Betäubungsfall nehme? Versuche es nochmal. Hier ist nichts weiter. Das wird wirklich. Patrice darf nicht schießen. Es wird der finale Boss. Ach so. Okay, Nahkampf bringt gar nichts, bringt echt überhaupt nichts. Was? Schlag doch nach! Alter! Geh doch! Ich komm nicht! Oh.
Nee, einfach nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Tür geht auf, er geht nicht. Ich stecke nach vorne, es ist eine unsichtbare Wand. Es tut mir leid, Leute, dieses Spiel hat eine Wertung von, ich glaube, 55 im Durchschnitt bekommen. Es ist leider gerechtfertigt, zumindest auf schwer. Es tut mir leid, da, solche Fehler im Programmierdings dürfen aber nicht passieren. Darauf kommt es drauf an. Jetzt ist Schnelligkeit angesagt. Jetzt muss ich rennen können und dann muss ich wieder irgendwas im Weg. Das ist wirklich nicht so durchdacht, das ist gut inszeniert. Aber, oh Gott, das will, haben Sie das nicht mal zu Ende gedacht. Ja, 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 jetzt hast du gewonnen. Hier ist halt, die Tür ist zu. Und wenn die Tür zu ist, dann hat James Bond schon, zu er überhaupt läuft. Oder wozu er stehen bleibt. Wozu bleibt er stehen? Er kann doch sowieso im Laufen schießen. Boah. So, jetzt wird's nun endlich passieren, denn ich habe was Besonderes gemacht. Und zwar habe ich die Mission nochmal gestartet und wir spielen es immer noch auf extrem schwer, auf nur eine 7, aber ich habe jetzt das Gesundheitssystem auf modern gestellt, sprich wir haben keine Health Packs mehr, sondern wir haben jetzt Autoheilung. Es ist derselbe Schwierigkeitsgrad. Aber eben, dass wir jetzt diesen einen kleinen Vorteil haben. Und ich denke, da werden wir definitiv jetzt platt machen können. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal. Oh oh. Oh, das ist so nervig hier. Aber jetzt werden wir es packen. Ah, er kann auch nicht hier unten durchschießen, oder? Aber wir auch nicht. Ach, natürlich. Okay, aber das macht es natürlich ein bisschen taktischer jetzt für uns auch. Ja, seht ihr? Und jetzt ist halt auch mal wieder ein bisschen... Wir wissen ja schon, dass wir 4 Schuss aushalten. So, jetzt pack mal dich, Hund. Ich weiß, es ist eigentlich sowas ein bisschen wie ein Cheat. Aber, ganz ehrlich, ich glaube, das hätten wir von Anfang an machen sollen. Das wäre wesentlich angenehmer gewesen. So, wo hat er denn seine Granate? Da ist er. Zack. Ah, oh, ich komme hier wieder nicht durch, Mann. Brauchen vor allem Muni. Ja, da rennt aber. Aua. Bam, 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 bam. Unsere Chance jetzt da hinten endlich mal die Muni zu holen. Ah, das ist eine Tür, ne? Geh da hinten weg. Nein! Nein! Geh weg! Oh, oh, er darf mir aber nicht zu nahe kommen. Jawohl. Oh, 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 oh. Wenn er jetzt natürlich hier reinläuft, dann sind wir extrem am Arsch. So, unsere Chance. Zack. Oh oh. So, er hat schon nur noch, sagen wir mal, 2/3. Ja. Da hört ein kleines Gaswölkchen auf. Oi, oi, oi. Jetzt muss ich aber nochmal. Jetzt nutzen wir schön das Heilungssystem aus. Und dann werde ich mich von hier wieder verkrümeln. Shit, wird nix.
Okay, wir treffen dich. So wird das nix. So wird das was. So. Komm her. Zack. Ah, oh, gleich wieder nur noch die Hälfte. Aber ganz ehrlich, wie soll man das bitte schaffen? Mit viermal treffen und man ist tot. Sorry, ne. Ich finde, da merkt man einfach, dass das Spiel wirklich hier drauf ausgelegt ist, auf dieses Heilungssystem. Das heißt, direkt vor uns, aber... Alter! Jetzt müssen wir hier mal weg. Weg aus der Nummer. Jetzt wird er ein bisschen sehr aggressiv hier, das Jüngchen. Erst recht, wenn ich nicht mehr weiß, wo er ist. Und ich wusste, dass er da hinten noch entkommen wird. Du Schwein, ey. Du dreckiges Schwein. Beeilung, Bond. Patrice darf seine Mission nicht abschließen. Und das ganze Spiel nochmal, oder was? Au, oh, okay, hier ist nichts weiter. Sehr gut. Nope, treffe ich nicht. Und komm. Ich verstehe nicht, warum man manches nicht aufmachen kann. Der Architekt von diesem Gläserhaufen hier, das ist der, der gehört doch gefeuert. Ich sehe dich. Mehr. Nicht mal mehr die Hälfte hat er. Aua. Oh nein, 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 bitte jetzt nicht. Oh oh. Fuck you. Dann machen wir es halt auf die Entfernung. Ey, das ist ja wie Not gegen Elend hier. Schicken Sie unseren besten Agenten mit der Spritzpistole gegen Scharfschützen. Also das gibt aber erstmal eine schriftliche Beschwerde dann bei der Agency. Ja, er blinkt schon. Oh nein, 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 nein. Jetzt bitte keine Granate oder sowas werfen. Da ist er. Nein! Auf einmal kann er! Auf einmal kann er! Die ganze Zeit kann er mich da nicht treffen. Und jetzt auf einmal, wo er nur noch ein Zipfelchen hat. Ach, hoffentlich hat das Spiel abgespeichert. Bitte hat das Spiel abgespeichert. Bitte hat das Spiel abgespeichert. Es muss abgespeichert haben. Ich bin kurz vorm Verzweifeln. Das ist wirklich... Es gab selten Bosse, wo ich wirklich verzweifelt bin. Und das war... Wo war denn das noch? Der von Half-Life war nicht gut. Das habe ich ja gesagt. Patrice darf seine Mission nicht abschließen. Ja, na wenigstens die Hälfte da hat er noch. Ja, was soll ich machen? Patrice hat die Schlüssel für diese ganzen Türen. Bisschen höher, dass ich seinen Kopf noch treffe. Weil die Position ist wesentlich besser hier, ne? Aua.
Alter, wie er immer gleich noch einen nachsitzt hier. Das macht er gut. Muss man sagen, das macht er echt gut. Kann er gerne machen, aber da kriegt er gleich erstmal wieder einen auf den Deckel. Soll er nochmal anlegen. Seht ihr das? Der hat jetzt genau geschossen, wo er wusste, dass ich komme. Er ist doch leer. Zieh abgeschlossen. Komm jetzt. Jetzt, Hammann. Jetzt, Hammann. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Scheiß Arsch. Ja, komm. Nochmal. Feste. Nicht du. Ich. Oh, nochmal schön in die Scherbe reingefasst. Das muss wehtun. Patrice ist tot. Gut gemacht, Bond. Aber eine Sache wäre da noch. Ihre Verletzungen. Ich habe der Agentin befohlen zu schießen, obwohl sie kein freies Schussfeld hatte. Tut mir... Sagen Sie es nicht. Sie mussten das tun. Wir alle tun, was wir müssen. Zum Überleben. Gut, 007. Tanner wird sich bei Ihnen mit dem nächsten Einsatz melden. Viel Glück. Danke. Hier, Bond. Skyfall, Shanghai abgeschlossen. Wir alle müssen tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Und das habe ich getan, nämlich mein Leben selbst beeinflussend nach oben gestellt. So, und damit haben wir dann endlich geschafft. Mission abgeschlossen, Skyfall Shanghai. Abgeschlossene Primärziele. 6 von 6. Geil. Kommt noch was danach? Ich vermute mal, es kommt nichts mehr. Ich glaube, dass es das Ende sein sollte. Also es hat vom gegen Ende dann wirklich nochmal richtig vom Schwierigkeitsgrad angezogen. Und das war's. Hier kommen die Outros. James Bond wird zurückkehren. Und das wird er auch mit GoldenEye. Das habe ich mir noch geholt. Das ist ja ein Remake vom Originalspiel. Natürlich ist es ein Remake vom Originalspiel. Und zwar von dem Nintendo 64 Klassiker. Hier werden uns nochmal die ganzen Schergen gezeigt. Ja, was sagen wir zu, was sagen wir zu 007 Legends? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerechtfertigt der schlechteste Teil von den Vieren, die es jetzt derzeit, glaube ich, gibt. Was hatten wir alles? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle hießen. Ich weiß es nicht mehr. Fehlt ja nur noch GoldenEye. Dennoch fand ich es ein relativ okayes Spiel. Shooter-mechanisch hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es hätte mir auch besser gefallen, hätte ich von Anfang an dieses moderne Heilungssystem aktiviert. Sprich, dass wir nicht mal Medipacks einsammeln mussten, weil das hat uns gegen Ende dann ordentlich in die Bredouille gebracht. Das war echt schon, das war eine harte Nummer. Aber was soll ich sagen, wir haben es halt doch gerockt. Mit ein bisschen Augenzwinkern gegen Ende. Egal. Leute, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir hat es relativ, doch, es hat mir gefallen. War ein geiles Spiel. Die Fahrmechaniken fand ich auch wieder richtig geil, bis auf das Motorrad hier bei Skyfall. Ich finde auch bei Skyfall haben sie sich nicht so richtig Mühe gegeben, oder? Das kommt so, wir müssen jetzt halt noch eine Mission rausbringen, die zu dem neuesten Kinofilm, zumindest damals, passt. Da schustert man noch irgendwas zusammen. Die Motorradmission war ja irgendwie schon ein bisschen billig gemacht im Gegensatz zu den anderen Fahrmissionen. Das Geballer am Anfang fand ich ganz geil. Einfach nur mit dem Holzhammer draufhauen. Und der Endbosskampf war jetzt eben nicht mehr so wie die anderen Endbosskämpfe. War ein gutes Shootout, aber naja, da hätte man auch irgendwie was Cooleres machen können. Wie dem auch sei, so ist es geworden, so ist nun das Spiel, so ist es geendet, so hat es geendet. Und dadurch beginnt wieder ein neues Let's Play. Ich finde erstmal nicht, James Bond habe ich erstmal genug.
Auch wenn jetzt gerade der beste Teil kommen soll, bin ich noch gespannt. Ich hau erstmal ein paar andere Let's Plays dazwischen und dann geht's wieder weiter mit James Bond. Und auch mit mir. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Fanfirlefanz.